Seid gegrüßt und guten Abend. Willkommen zu Dead Cells. Ich muss gleich zum Beginn ein Dankeschön an Lou und Schnubbi aussprechen, die mir dieses Spiel verfrüht zu Weihnachten geschenkt haben, weil ich erwähnt habe am Rande, dass es, finde ich, extrem interessant ausschaut. Es ist ein Roguelike, also im Prinzip von dem man stirbt immer wieder und hat nur auf eine seltsame Ebene, sei gegrüßt, Sidney, auf eine seltsame Ebene Fortschritt. Ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe es einmal kurz angespielt, um zu testen, ob es überhaupt läuft, ob mein Controller funktioniert und so weiter. Aber sonst habe ich eigentlich keine Ahnung, außerdem habe ich das bisschen Erfolg. Ich habe die erste Ebene einmalig geschafft. Das bisschen Erfolg habe ich wieder gelöscht. Sehr gegrüßt, Maxi, und guten Abend. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie sehr es mir gefällt, ob es Isaac ersetzen wird für mich. Wahrscheinlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem habe ich vor kurzem Anti-Birth installiert zum Ausprobieren. Ja, schauen wir mal. Aber jetzt schauen wir mal da rein. Und schauen wir mal, wie gut ich mich mache. Ich meine, das ist ein Spiel, das ich, wie gesagt, zuvor nicht gespielt habe. Noch, außer ganz kurz zum Ausprobieren. More shall gather. More shall enter the fray. Und Dankeschön, Sidney, für den Host. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Grundsätzlich, ich bin dieser hübsche Geselle ohne Gesicht, der gerade wieder auferstanden ist. Und nein, Max, ich werde mit ziemlicher Sicherheit Isaac nicht komplett ersetzen. Garantiert nicht, ich kenne mich ja. Dafür spiele ich das Spiel einfach viel zu gerne. Aber in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viel gespielt, deshalb ist eine Pause vielleicht auch mal willkommen. Vor allem, ich will es heute einfach ausprobieren, ja. Ja, Sid, ich glaube, ich habe dich eh in meiner Autohost-Liste. Ich hoffe es zumindest, sonst muss ich nochmal nachschauen. Aber leider bin ich zu selten einfach online oder krieg's mit, wenn du streamst. So ist es halt. So. Hast deinen Kopf verloren, was? Nun, hat er sich die Sprache verschlagen? Oh. Ja, ich sehe das Problem. Es muss seltsam sein, von den Toten zurückzukehren. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Du kannst nicht mehr sterben. Ich kann es immer noch nicht erklären. Aber du bist nicht der Erste, falls du dich das fragst. Ich finde die Musik so großartig. Sehr gegrüßt, Armbandur. Ja, das stimmt, Maxi. Und ich habe nachgesehen, ich bin bei 80 Stunden auf der Switch mit Isaac bereits. So, wir nehmen uns... Schild müsste ich auch mal ausprobieren. Ich fange mal mit dem Bogen an. So, ich kann Türen öffnen. Kann sie aber nicht mehr schließen. Das heißt, ich kann es genauso gut einschlagen. Gut. Wieder mal das klassische Nintendo-Spieler-Problem. Ich verwechsel dauernd X mit Y. Sei gegrüßt, Link-Fan. Danke, Link-Fan. Assassination Classroom. Sagt mir gerade gar nichts. So, schauen wir mal. Wir sammeln Geld. Wir sammeln Seelen. Wo fährt denn ihr hier? Also grundsätzlich spielt sich's gut. Wir können hüpfen, wir haben einen Doppelsprung, der aber nicht allzu hoch geht. Wir können aus jeder Position diese Ausweichrolle machen, also im Sprung oder sonst irgendetwas. Und wir haben eine Nahkampfwaffe derzeit und einen Bogen, wobei das kann man jederzeit irgendwie wechseln. Wir können durch solche Ebenen springen und wollen uns nicht treffen lassen, weil Regeneration ist quasi null in dem Spiel. Und ich bin gerade ungeschickt gewesen, weil ich dem Gegner nicht ausgewichen bin. Schauen wir mal. Sehr gegrüßt, LP-Liebhaberin. Ach du Schande. Alles klar, Link-Fan. Sollte ich mir vielleicht mal anschauen. Allgemein brauche ich nach... jetzt in Kürze eh wieder mal eine Serie, die ich so nebenbei mal schauen kann. So, womit fangen wir an? Wir haben jetzt hier eine Schriftrolle gefunden, da können wir unterschiedliche Sachen leveln. Die Brutalität, mehr Schaden durch rote Ausrüstung. Wir haben quasi nur rote Ausrüstung und lila. Wenn ich einen Feind getötet habe, fügen meine Angriffe plus 50 Schaden pro Sekunde hinzu und plus 7% Gesundheit. Klingt eigentlich schon mal gut. Taktik plus 1, ich habe eine violette Ausrüstung, aber den Bogen will ich eigentlich bald loswerden, also mehr Schaden darauf. Abklingzeit auf aktive Fähigkeiten, die ich noch nicht besitze, und plus 7% Gesundheit. Und Überleben, mehr Schaden durch grüne Ausrüstung, die ich nicht besitze. Wenn ich pariere, verursachen meine Angriffe plus 150 Schaden, das ist schon wesentlich mehr als Brutalität plus 1 und plus 20% Gesundheit. Ich verwende trotzdem mal Brutalität, das klingt einfacher.
Oh, kannst du machen, Link-Fan. Schau ich vielleicht mal rein. Ich kann es nicht versprechen, aber in absehbarer Zukunft zumindest mal eine Folge. Gelegentlich brauche ich sowieso irgendwas zum Zwischendurchschauen. Dass man vielleicht ein bisschen Anspruch hat. Oh, zur Abwechslung mal gut ausgewichen. Hier, und den nächsten Angriff gleich hineingelaufen. Ja, es ist nicht so einfach, aber das wird schon klappen, hoffe ich. Vor allem, man lernt ja. Ach. Okay, mit den Schilden, man kann durch ihn durchdodgen, damit funktioniert das. Okay, Tür einschlagen hat ihn geschädigt und noch eine Schriftrolle, sehr gut. Gut. Ach, ich bin für mehr Brutalität, das klingt toll. Gegner schneller töten, das lohnt sich und das ist schon sehr schön. Also die fallen jetzt schon wesentlich schneller als zu Beginn. Das gefällt mir. Aber trotzdem hätte ich gern bessere Ausrüstungen zu werden. Ja, Death Note. So, bei dieser Tür, das ist recht spannend, das habe ich vorher ausprobiert. Entweder zahle ich 1000 Gold, um da reinzukommen, oder ich schlage sie auf. Das geht auch. Man kann die zerstören. Allerdings erleidet man dann einen Fluch. Das heißt, dass man dann 10 Gegner besiegen muss, bevor der Fluch aufgehoben ist. Und wenn der Fluch einen erwischt, also wenn man dann getroffen wird stattdessen, während man einen Fluch hat, ist man tot. Ich zahle lieber die 100 Gold. Vor allem hatte ich noch nie eine Ausrüstung. Wie gesagt, ich habe es ein paar Minuten gespielt. So, ich habe jetzt eine Bärenfalle. Was bringt die? Wo ist dein Gegner? Ich will sie auf jemanden werfen. Ein Händler. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld dafür, sonst hätte ich jetzt ein ausbalanciertes Schwert kaufen können. Wurfmesser. Gut, die Frostexplosion hätte ich mir auch so nicht leisten können. Und ich habe einen Kater jetzt plötzlich auf mir sitzen. Facecam gibt es heute keine. Dazu fühle ich mich nicht schön genug. Ja, wie gesagt, Death Note steht eigentlich auf meiner Liste der Animes, die ich irgendwann noch sehen will. Sehr schön, eine Truhe. Und ich bekomme eine Infanteriegranate 2. Aktive Fähigkeit, 5,8 Sekunden Abklingzeit. Verursacht einfach Schaden. Okay. Das sind Fähigkeiten, okay. Die lädt sich nach 4 Sekunden wieder auf. Und die Falle, okay, da liegen dann zwei solche Bärenfallen. Und die braucht relativ lang, bis sie sich wieder aufsäumen. ist mein Kater, ich habe ja auch eine Katze und er heißt Yoru. Alles klar, Maxi. Wie gesagt, irgendwann möchte ich das nachholen. So, wir haben die erste Ebene erledigt. Du schon wieder. Interessant. Ich bin der Sammler und bin hier unten das einzige, der einzige, den du als Freund ansehen könntest. In Austausch für die Zellen, die du von deinen Feinden plünderst, kann ich dich mit einigen nützlichen Gegenständen versorgen. Solltest du Blaupausen finden, werde ich dir Zugang zu, nun ja, etwas experimentellen Gegenständen gewähren. Grundsätzlich heißt das, hier kann man Zeug leveln, also die Zellen da reinsetzen, das bleibt auch erhalten. Weil, ja, ist ja ganz nett, weil die Gegenstände kann man ab dann finden. Es gibt auch einen Death Note Film-Armbanduhr, das stimmt schon. So, wir haben jetzt haben wir ein bisschen was freigehalten. Heiltrank 2, dann kann man zweimal den Heiltrank verwenden. Goldrückgewinnung klingt gut, ich behalte 3000 Gold, wenn ich sterbe. Auch schön. Und hier kann ich Gegenstände, die ich nicht verwende, zu Gold machen. Alles, was du hier kaufst, ist für immer dein. Nicht einmal der Tod kann es dir entreißen. Kurz gesagt, wenn du mehr Macht erlangen willst, bring mir weitere Zellen. Jetzt, Gefangener. Geh mir aus den Augen. Deine Anwesenheit ermüdet mich. Ja, ich habe auch schon gehört, dass der Film maximal okay ist. Wobei, keine Ahnung. Selbst habe ich mir kein Bild gemacht. Dann habe ich noch immer die Startausrüstung. Ja, Pfeile regenerieren sich im Laufe der Zeit. Allerdings, wenn ich die in den Gegner reinschieße, muss ich den Gegner besiegen, damit ich sie wieder bekomme. Alles klar, ist wirklich so schlecht. Naja, ich habe, wie gesagt, gemischte Meinungen gehört. Aber vielleicht haben sich manche auch schön geredet. Die Ladezeit war jetzt nicht so gering. Na gut, da komme ich gerade nicht hoch. Falscher Knopf, falscher Knopf. Die Steuerung, das ist halt immer der Hund bei solchen Spielen.
Ha, ging sich aus, sehr schön. Und Blaupause, Assassinendolch. Okay, wenn ich abstürze, Fallschaden habe ich keinen genommen, sonst hätte ich nicht mehr maximal Lebenspunkte. Gut. Dann schauen wir mal. Ach. Das ist gar nicht mal so einfach. Es werden plötzlich schon mehr Gegner, die scheinbar schneller handeln. Jetzt bin ich in den anderen reingelaufen. Ja, wie gesagt, das Spiel wirkt auf mich nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob ich den Willen habe, es wirklich umfangreich zu lernen. So, jetzt haben wir nur lila oder grün. Dann nehme ich grün, weil das bringt mehr Gesundheit. Das kann sein, LP-Liebhaberin. Es klingt wirklich gut. Ach Gott, Death Note, ich habe schon so viel gehört. Andererseits, die Abklingzeit klingt auch gut, aber bis jetzt habe ich sie zu wenig verwendet. Ich verwende Überleben. Okay, die Bärenfalle kann nicht verhindern, dass der drin ist. Gut, von denen habe ich auch schon was gesehen. Ich meine, sei dazu gesagt, ich habe das Spiel ja über... Hoppla. Okay, ich habe gerade den Kontakt zu meinem Controller verloren. Das war ein schlechtes Timing diesbezüglich. Ich habe ja das Spiel über Schnubbi auch kennengelernt. Wenn jemand sein angespielt Video gesehen hat, dann wisst ihr, was ich meine. Wenn nicht, schaut rein, macht Spaß. Da habe ich ein bisschen was gelernt drüber. Oh. Okay, das war unnötig, gegen eine Fledermaus eine Bärenfalle zu werfen. Aber probieren, ausprobieren geht über Studieren oder so ähnlich. Oh, den habe ich übersehen. Und das Spiel sagt mir, ich soll mich heilen. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee in dem Zusammenhang. Ich habe meinen Heiltrank, aber ein... Oh, das war falsch. Ich habe den Heiltrank falsch angewandt. Und wenn es so weitergeht, sehen wir gleich, was passiert, wenn man stirbt. Okay, da muss ich brauche ich Zeit. Zum Heilen brauche ich Zeit. Gut zu wissen. So, auch nicht vergessen, welche Tasten was tun. Gut. Und irgendwas leveln. Gut, ich brauche mehr Gewalt. Und wie gesagt, an sich fasziniert mich das Spiel bis jetzt sehr, aber es ist nicht so einfach. Gut, geh aus der Reichweite, irgendwas bufft den Jungen. Ich drücke dauernd die falsche Taste. Ich will permanent den Bogen eigentlich auspacken und mache das falsch. Steuerung ist ein Hund. Ja, Fullmetal Alchemist ist... Ach du Schande, warum kann der... explodieren die Schüsse? Oh, das ist eine Elite. Okay, das war zu... nein, ich bin ja noch nicht tot. Ach du Schande, das war schlecht, das war sehr schlecht. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum der so stark ist, aber als Elite wundert mich gar nichts mehr. Okay, ich habe ihn besiegt, aber so gut wie keine Leben mehr und keinen Heiltrank. Oh, ich bekomme aber eine neue Waffe. Ausbalanciertes Schwert 371 statt 362. Feinde gehen in Flammen auf, wenn sie sterben. Klingt auch gut. Und 50% mehr Schaden. Gut, nehmen wir mal. Wirkt auch schneller. Schauen wir mal. Ja, Fairy Tail soll auch gut sein. Zu viele gute Animes auf dieser Welt. Mal schauen, das Problem ist, dass ich trotzdem viel verliere, wenn ich jetzt sterbe. Weil die ganzen Seelen sind dann weg, wenn ich nicht vorher in die nächste Ebene komme. Okay, Zeit, getimte Tür, da bin ich weit weg. Das war ungeschickt, verdammt. 8 Leben, das ist wenig. Das ist verdammt wenig. Warte, geht's hier? Geht's hier weiter? Ist der Aufzug? Ich dachte, das ist ein Aufzug ins Glück, aber nein, sieht schlecht aus. Okay, da nehme ich auf jeden Fall Überleben, weil vielleicht... Das hat nur einen Hitpoint dazu gebracht. Verdammt.
Mann, 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 Mann. Ein Schlag und ich bin tot. Ein Händler, das bringt mir relativ wenig. Behalte ich lieber das Gold, wenn ich sterbe, dass ich es im nächsten Run habe. Sehr gegrüßt, Fahrer. Und ja, dazu stehe ich zur Nachteule. Da funktioniere ich einfach besser in der Nacht als in vielen Fällen. Natürlich werde ich auch müde, ich meine, bin ja auch nur ein Mensch. Aber trotzdem. Nicht die Fledermaus. Okay. Jawohl. Und etwas zu essen. 26 Lebenspunkte. Klingt nicht viel, aber es ist etwas. Na gut, dann retour. Mann, oh Mann. Wie gesagt, an sich, also ich mag den Artstyle sehr des Spiels. Ich meine, gut, das ist für mich ja immer wichtig. Wer bei mir ein bisschen Darkest Dungeon gesehen hat, ist auch... Ah, genau, Linkfan sagt es auch gerade. Darkest Dungeon bei mir kennt und der weiß, dass ich mir sowas wichtig ist. Ich weiß, dass da drin ein Boss wartet und ich muss ihn besiegen, um weiterzukommen. Puh, das ist nicht schön. Wie gesagt, ich habe das Ganze bei Schnubbi gesehen und den hat er geschlagen. Falscher Knopf, verdammt. Körper entweiht, du hast 13 Zellen verloren. Ärgerlich. Was soll's, viel gelernt dabei und 3000 Gold habe ich ja jetzt zu Beginn theoretisch. Nein, habe ich noch nicht, das habe ich ja noch nicht freigespielt, ich bin ein Depp. Naja, egal, das Kaufen hätte mich auch nicht gerettet gerade vorher. Schon wieder zurück? Es scheint gerade so, als würde alles zu deinen Gunsten verlaufen. Es scheint nicht gerade so. Lesen können wir von vorne. Ist dir aufgefallen, dass sich alles jedes Mal ein wenig verändert? Man könnte meinen, dass die Insel lebendig ist. Ich frage mich, was du mit all dem zu tun hast. Na, wir werden sehen. Schlagen wir die Tür einfach ein. So. Ich nehme jetzt mal den Schild mit. Mal sehen, was das bringt. Ach Gott, jetzt wieder mit meinem madigen, langsamen Schwert. So, greif mich an. Ich will wissen, was das Schild, der Schild tut. Das Schild, der Schild, wen juckt's. Okay, jetzt habe ich pariert. Irgendwie wirkt das recht riskant, das Parieren. Okay, was... mein Controller schon wieder. Was ist los? Oh, Blutblaupause für ein Blutschwert. Klingt doch schön. Ja, ich meine, das Spiel wird ja nicht umsonst ein wenig wie Bloodborne gehandelt. Oh, ein Bogen der Infanterie. Naja, kann ich nicht nein sagen. Ich meine, ich bin gerade viel zu langsam. Es gibt ja auch diese Türen, die sich nur öffnen, wenn man schnell vorgeht. Da habe ich zu wenig Geld. Ja, ich zeig das jetzt einfach mal. Ich kann die Tür, wie gesagt, auch einschlagen. Du hast die Götter erzürnt. Sobald du auch nur einen Treffer leidest, stirbst du. Töte 10 Feinde, um den Fluch zu brechen. Na gut, wir wollen ja ein bisschen Spannung verursachen. Kater, du fällst runter. Und dann krallst du mich, das weiß ich. Ein bisschen Brutalität, das gefällt mir besser. Okay, wenn ich die Fähigkeit von vorher hätte, hätte ich das da schon aktivieren können. Kann ich aber derzeit nicht. Okay, das waren zwei Gegner. Was hat mich jetzt getroffen? Du hast zwei Zellen verloren, tot durch Fluch. Ich glaube, das mit dem Fluch sollte ich vorerst noch lassen. Jetzt habe ich die Blutschwerterpause verloren. Ungeschickt ohne Ende gerade. Naja. Aber was lege ich mich auch gleich mit einem Fluch an? Und Kater, du bewegst meinen Popschutz, das hört man vielleicht. Das ist ein seltsamer Ort. Das wird sehr schön sein, wenn es fertig ist. Das ist alles, also was du so tust. Ah ja, natürlich arbeitest du daran. Wie der Rest, schätze ich. Das ist faszinierend.
Ich weiß es nicht, Link-Fan, Hardcore-Spieler hin oder her. Du musst lernen, nicht getroffen zu werden in dem Spiel. Aber ich glaube, ich bleibe vorerst mal beim Bogen. Schon wieder gestorben? Ich weiß, was du getan hast. Ja, ich kenne deine kleinen Geheimnisse und ich notiere alles in meinem kleinen Buch. Das ist meine Aufgabe. Du tötest Dinge, wie ich sehe. Oh. Anzahl der Durchläufe, Anzahl der abgeschlossenen Durchläufe. Man kann das Spiel also beenden. Größter Besitzer an Gold. 4601 Gold gesammelt und so weiter und so fort. Naja, Schwamm drüber. Kann nicht geöffnet werden. Es ist ja das Spiel... Ja, der Death Counter ist das auch, ja. Das Spiel ist ja noch Early Access. Gegen die Viecher, das Timing, das muss ich noch lernen. Bogenschützen mal im Nahkampf, dann Sims. Okay, das habe ich gerade gesehen, dass der Timer erst beginnt, wenn man den Dungeon betreten hat. Das ist zumindest mal gut zu wissen. Fledermäuse aufgeschreckt. Kommt Leute, ich will nur eure Seelen oder Zellen oder wie man sie auch immer nennt. Ja. Ich meine, ich präsentiere ja gerade alles andere als ein gutes Spiel. Aber ich lerne, wer weiß, vielleicht werde ich ja besser. Das sind gerade viele. Naja, für die Menge an Gegnern habe ich mich gerade, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit wie ein Souls in 2D, das habe ich sagen zumindest viele. Der Punkt ist halt der, ich habe nie ein Souls gespielt. Und mir eigentlich auch nie angesehen. Okay, das kann ich elektrisieren. Tut aber nichts. Es ist gut, dass die meisten Gegner ausgeschalten sind für einen Moment, wenn man sie... Oh, ich habe mit dem Pfeil ein Geheimnis geöffnet. Das bringt Geld. Geld ist gut, weil damit kann ich mir bessere Ausrüstung kaufen. Bessere Ausrüstung bedeutet besseres Überleben. Oh. Ah, jetzt weiß ich, wie der Schlag nach unten geht. Sehr schön. Ja, genau in den Pfeil gelaufen. Kater! Verdammt. Der Kater wäre fast runtergefallen. So. Davon etwas muss es sich lohnen, weil die Runde habe ich noch keine Brutalität erhöht. Und noch ein Level in mehr Brutalität. Wir wollen gewaltsam sein. Genau deswegen nämlich. Und wo laufe ich hier eigentlich rum? Ich meine, Promenade. Ich habe dieses Mal leider keine Blaupause gesammelt. Naja, wir werden das Geld schon für irgendwas verwenden können. Also das Geld, sage ich, die Seelen. Man muss sie ja, glaube ich, sogar verwenden. Weil wenn man... Sian, du bist zurück. Die Tür lässt sich nicht öffnen, solange ich Zellen habe. Also ich will das da, damit ich Gold beibehalte. Das hat jetzt hier auch einiges freigeschalten. Zufällige Startbogen. Der Startbogen wird zufällig aus denen ausgewählt, den du bereits freigeschalten hast. Das gleiche für Schild finde ich schon mal gut. Die Wiederverwertung finde ich, glaube ich, auch gut. Aber Waffen oder sowas kann ich derzeit nicht freischalten. Dann stecke ich das in Gold behalten. Weil ich glaube, dass ich dann einen wesentlich stärkeren Anfang haben kann. Kater, tu das nicht! Verdammt! Ich glaube, ich werde dich jetzt runterschmeißen. Es ist vor allem verdammt heiß, wenn so ein Kater auf einem drauf sitzt. Und nicht auf die gute Art heiß. Ich finde es schön, dass man mit einem Bogen Türen einschießen kann. Oh. Kann man von... Oh, kann man. Sehr schön. Man kann von der Leiter aus schießen. Controller. Das ist unschön, das mit dem Controller gerade. Vor allem nervt es ungemein. Munition wirkt nicht auf diesem Feind. Auch gut, dass es zu wissen, dass es sowas gibt. Vor allem ärgert mich, dass ich vorher eine Elite ausgeschalten habe und dann nicht die Seelen mitnehmen konnte. Danke, LP-Liebhaberin, danke fürs Vorbeischauen und auf ein andermal.
sehr schön, etwas Lebenspunkte ohne meinen kostbaren Trank zu verschwenden. Ich merke aber schon, das Spiel wird mich bei Laune halten. Die Frage ist immer, wie lange, weil es ist doch fast schon mehr Konzentration nötig als bei Isaac. Und viel Übung. Ist aber auch eines der ersten Spiele, die ich im Stream wirklich komplett blind spiele. Also zumindest dieser. Die Tür wurde für 9 Sekunden versiegelt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, irgendwas hat mich jetzt getroffen. Ich muss dieses Ding da ausschalten, damit ich alle Gegner auch treffen kann. Ach, verdammt, das war wieder mal nicht gut. Aber ja. Dieser Angriff von oben ist wirklich praktisch. Und wenn er das Auto-Aim dabei hat, finde ich auch gut. So, ich glaube, dieses Mal ein bisschen überleben. Okay, Lebenspunkte steigen prozentuell. Ja, danke für den Host, Linkfan. Ja. Ja, was das anbelangt, ein furchtbarer Zuschauer, weil ich war noch nicht bei allen von euch, die ihr auch streamt, mal vorbeischauen. Aber so einfach ist das eher schlicht und ergreifend nicht. Und im Endeffekt, glaube ich, handhaben das alle auch wie ich selbst. Hoppla, das war ungeschickt. Dass sie die Einstellung haben, es ist ein Angebot. Wenn man es nutzen will und kann, ist es schön. Und wenn nicht, was soll's. Ja. Na gut, dann hoffen wir, dass wir langsam was Neues sehen, weil wir haben ja nicht einmal noch viele Waffen. Ach du Schande, das ist ja furchtbar positioniert. Ach, stirb Kreatur. Okay, das war ungeschickt, das war sehr ungeschickt. Ich glaube, ich muss mich langsam heilen. Vor allem, wenn ich solche Fehler dann auch noch mache. Ja, die Steuerung. Das ist vollkommen richtig, Sidney. Und wenn man Spaß, wenn die Leute Spaß dran haben, gut, wenn nicht, ja, was soll's. Ich habe noch immer keine Ausrüstung, deshalb nehme ich weiterhin Überleben. Ich glaube, die Ausrüstung ist essentiell fürs Weiterkommen, aber das werden wir auch noch lernen im Laufe der Zeit. Ich mag die Stimmung einfach. Naja. Okay, Jump'n'Run-Einlage. Okay, hat geklappt. Dann nehmen wir wieder mal Brutalität. Die bringt zwar keine Leben, aber ich habe ja eh noch einen Trank. Gut, die Statue steht wesentlich besser. Weil die konnte ich auch einfach so beseitigen. Weil diese Statuen sind nervig, die buffen die Gegner in einem Ausmaß, das ich noch nicht genau kenne und ja. Ja, das ist richtig. Sei gegrüßt, Schnubbi. Ja, gefällt mir bis jetzt echt gut, es ist aber nicht einfach. Also gerade mit der Steuerung muss ich noch zurechtkommen. Und vor allem, ja. Wie gesagt, mir macht's Spaß. Die Frage ist, ob ich in dem Spiel auch gut werden kann. Ich meine, das ist ja allgemein so ein Problem. Aber ja. Zumindest weiß ich jetzt, was ein Fluch ist und wie man dran stirbt. Okay, das hat lang gebraucht, bis ich diese hässliche Fledermaus getroffen habe. Oh, Händler. Hier, den Schild mag ich nicht. Zwillingsdolche, lohnt sich das Ding? Wie schaue ich mir meine Waffen an? 232, furchtbares Teil. Ach, warum nicht? Statt dem rostigen Schwert, mehr Schaden bei vergifteten Zielen. Ich kann leider nicht vergiften, aber was soll's, Zwillingsdolche. Ach, die machen schon beim Zuschauen Spaß. Und Ausrüstung hatte das Ding hier ja keine, also was soll's.
Das heißt, wir nutzen den Teleporter, weil warum so lange warten? Schlägt ein wenig langsamer zu. Okay. Das ist vollkommen richtig, Sidney. Das habe ich auch noch nicht erwähnt hier gegenüber Schnubbi. Das Video angesehen, aber dann nichts dazu gesagt. So, ich nehme den Trank gleich, weil voll werde ich sowieso nicht. So, hoffen wir aufs Beste. So. Das war dumm, das war falscher Knopf. Nein, 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 nein. Stirb doch. Das war schlecht. So. Jetzt bekomme ich hier diese Glyphe-Rune oder was es auch immer ist. Rune für Kletterpflanze. Mit dieser Rune erhältst du dauerhaft die Fähigkeit, Kletterpflanze wachsen zu lassen. Nämlich ab jetzt, auch wenn ich gestorben bin. Gut war das nicht, der Kampf. Alles andere. Danke, Link-Fan. Leider kann ich dem nicht zu 100% zustimmen. Jetzt kann ich hier Kletterpflanzen wachsen lassen und komme weiter. Und somit auch an neue Orte. Ja. Hui. Das war dumm. Das war unglaublich dumm. Komm schon. Ich will überleben. Diesmal will ich die Seelen mitnehmen. Ja, habe ich gut gemacht. So, komm schon, wo ist das Ziel? Ich habe schon wieder nur 10 Leben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht mehr so weit habe. Ah, verdammt, der... Komm schon. Wo ist das Ziel? Wo ist der nächste Abschnitt? Gebt mir irgendwas. Ah, sei gegrüßt, Hellnagel. Ja, ich hab's dir nicht direkt an mir geschrieben, weil wir hatten uns vorher unterhalten, ob ich noch streame oder nicht. Du bleibst mir fern, Vieh. So. Nein, nein, du bleibst. Ja, es war so klar, verdammt. Geldbeutel des toten Mannes hat sich ja gelohnt wieder, weil ich so ungeschickt bei meinem Boss war und ja, jetzt redet nicht einmal mehr irgendjemand mit mir. Na, mit dir rede ich schon gar nicht, du sagst mir nur, dass ich tot bin. So, lasst mich doch in Ruhe. Ich mag solche Spiele ja eigentlich an sich, wo man ein bisschen mit Skill arbeiten kann und so weiter. Ich bin nur dummerweise nicht immer gut darin. Und dann gibt es so Situationen, wo ich mir denke, hey, sieht ja eh nicht so schlecht aus. Mir kommt es echt so vor, als wäre ich zumindest hier im ersten Abschnitt jetzt besser geworden bereits. Naja, man lernt ja. Bogen ist ganz witzig. So, endlich. Jetzt habe ich wieder mal eine Ausrüstung. Die ist auch rot, das finde ich gut. Und falscher Knopf. Ich wollte im Nahkampf angreifen, damit hätte ich ihn wahrscheinlich gestunt. Genau so und nicht anders. Ja, das Problem ist, wenn ich zu schnell frustriert werde, dann werde ich das Spiel auch nicht so lange spielen, wie ich mir hoffe. Seit einem knappen Tag und vor allem, ich habe die mit der Aufnahme quasi, ich habe nur ausprobiert, ob alles funktioniert und dann die Aufnahme begonnen, im weitesten Sinn. Was ist das? Sieht seltsam aus. Ha, Truhe ist gut. Und wie eine Frostbombe. Das könnte sich als nützlich erweisen. Oh ja, das wirkt großartig. Aber 16 Sekunden. Reload. Oh, Truthahn. Ich habe mich ja auf Castlevania eingestellt, also
Vegetarier, Castlevania, Taria. Also man ernährt sich von Wandhuhn und sowas vermutlich. Da ich Castlevania, zumindest neuere Teile, recht gern gespielt habe. Oh verdammt, die wehren auch das ab mit ihren Schildern. Ja. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber man lernt ja nicht aus. Infanteriegranate 1. Explodiert und versucht 55 Schaden. Gut, brauche ich nicht, habe ich schon. Na, jetzt gewinne ich so viel Ausrüstung. Gute Nacht, Armbanduhr, und danke fürs Vorbeischauen. Ende komplett. Ja, genau das, Link-Fan, genau das. Ja. Das ist richtig, Schnubbi. Es ist halt ärgerlich, wie es bei mir gerade war, dass ich tatsächlich. Ja, ich nehme wieder Brutalität, ich habe die Ausrüstung dafür, dass ich halt wirklich viel schon hatte und alles gleich verloren habe. Das ist halt. Wow, 1000 Gold, das war viel mit einem Schlag. Oh, Bärenfalle. Wobei mit der. Komme ich an die. Oh ja, komme ich ran. Will ich statt der Infanteriegranate? Die ist zwar nett, aber die macht nur normalen Schaden. Außerdem muss ich Zeug ausprobieren. Achso, das ist das Tauschen. Ja, sterben ist meistens so ungesund. Beendet das Leben so rasch. Andererseits, ja, ich spiele Isaac auch und solche Spiele, also. Aber ich bin schon wieder so auf. Töte alles, was dir über den Weg läuft. Oh, das war der falsche Knopf. Das war definitiv der falsche Knopf. Oh. Ah, jetzt ist er in der Bärenfalle und nimmt mehr Schaden dadurch. Und ich habe eine Blutschwert-Blaupause erhalten. Was kann ich für dich tun? Eisgranate 2. Ich habe Eisgranate 2, habe ich schon. Ich dachte, ich habe die 1er Eisgranate. Bärenfalle 2. Ich habe Bärenfalle 1. Alle 14 Sekunden platziert 2 Feinde für 6,5. 40 Schaden pro Sekunde. Das Ding ist nicht besser als die Bärenfalle 1. Zumindest laut den Werten, die da stehen. Alles klar, sieht nur ein Teil nach. Ja, ich habe sie versucht, aber da waren so verdammt viele Gegner. Toter. Er ist tot. Und das ist neu. Oh. Interessant. Ein Breitschwert und jede Menge Gold. Spannend. Also er ist nicht wieder auferstanden. Ja, ich gehe mir genauso, Link-Fan. Also ich habe schon Spaß dran, das dann zu schaffen, sonst hätte ich nicht so viel Isaac gespielt. Sean, du bist zurück. Gut, Blaupausen. Dieses eine Schwert ist sehr billig zu holen. Ich glaube, man bekommt es, wenn man es zum ersten Mal ausfüllt, auch gleich. Dementsprechend will ich das haben. Blutschwert verursacht Blutungen. Wenig überraschend. Die übrigen haue ich in mehr Geld nach dem Sterben. Verursacht Blutungen gegen das rostige Schwert. Das macht sogar weniger Schaden, aber die Blutungen sind sicher nicht so schlecht. Außerdem plus 175% Schaden an gefrorenen Zielen und ich habe eine Rostgranate. Schön. Ach so, Schnubbi, das ist gut zu wissen. Aber es war mal zu viel Geld für das, was ich bekommen hätte. Das war der falsche Knopf. Okay, alles klar. Na, dann muss ich darauf achten. Aber ja, wie gesagt, es war zu viel Dings. Mein Problem, warum ich nicht Dark Souls spiele, ist, dass es bei mir dazu. Ich meine, die Frustrationsgrenze ist natürlich eine Sache. Das ging sich doch vorher auch aus. Komm schon. Ja, sage ich ja. Weiterer Versuch, den Assassinendolch mitzunehmen. Bei Dark Souls und so weiter ist das Problem, es ist ein Skillspiel. Und ich kenne mein regelmäßiges Spielen. Es gibt kein regelmäßiges Spielen, das ist das Problem an der Sache. Okay, das Blutschwert macht schon mal Spaß. Die haben einen Haufen Blutungsanzeiger auf ihren Köpfen.
Nebenbei bemerkt, habe ich noch nicht viele Level-Up-Scrolls gefunden. Und das ist schlecht. Okay, Schaden über Zeit erlaubt euch Guerilla-Taktiken. Einmal zuschlagen und davonlaufen. Uah, geh mir nicht. Geh mir aus der Sonne, Junge. Blaupause für spartanische Sandalen. Ja. Ja, mein Problem bei Skillspielen ist, wenn du dann mehrere Wochen Pause machst, also Skill im Sinne von wirklich, wie soll ich sagen, Körpergedächtnis etc., wie man so schon sagt, oder wie war das? Ja, und dann spiele ich mal 3 Wochen nicht, steige wieder ein und kann eigentlich von vorne anfangen. Und das nervt dann immens. Wie gesagt, deshalb spiele ich... Ach, hat der gerade regeneriert in irgendeiner Form? Ja, vielleicht... Ja, also Dark Souls... Ich weiß nicht, ob es sich selber dann wirklich lohnt. Irgendwas hat mich da jetzt doch getroffen. Eine Blaupause für eine Feuergranate. Okay, die Eisgranate. Ach Gott, ich bin dumm. Warum habe ich nicht die Eisgranate verwendet? Vor allem mache ich dann mit meiner Waffe auch noch mehr Schaden. Und in seine Waffe reingelaufen. Dumm, dumm, dumm. Aber ich brauche jetzt mehr Brutalität. 20 Euro sind es aktuell. Ja, also im nächsten Steam-Sale einfach mal auf die Wunschliste setzen. Das macht da mehr Schaden. Die Taktik bringt theoretisch auch was, weil ich 2 lila Dinge habe. Nein, ich habe Brutalität. Brutalität klingt so martialisch. Okay, ausweichen, ihn von hinten treffen. Dass man drauf kommt, wie die Gegner zu beseitigen sind. Ich weiß nicht, Türen öffnen wirkt so unnötig. Ah, geöltes Schwert. Die Blaupause hatte ich auch schon mal. Jetzt werde ich lila leveln. Geh mir nicht auf die Nerven da. Und soll ich nochmal grün? Ah ja, Winter Sale auch noch. Es war der letzte Jahr Black Friday Sale. Soll man nicht in Durcheinander kommen? Ich meine, wer kauft noch PC-Spiele außerhalb für des Sales? Ich meine, gelegentlich tue ich es ja auch, wenn ich unbedingt was will. Außerdem ist es ja eigentlich unfair den Produzenten gegenüber. Eisgranate 3. Friedein, 55 Schaden. Sämtlicher erhaltener Schaden, minus 5%. Das klingt doch mal fein. Netter Nebeneffekt. Man muss ja was mit seinem Gold machen, bringt ja nichts, das zu horten. Ich hätte offen gestanden gerne eine andere Sekundärwaffe mittlerweile. Ich meine, der Bogen macht durch die Brutalität auch noch immer gut Schaden, aber... Geh mir nicht auf die Nerven, Mistvieh. Aber trotzdem, irgendwas anderes. Elektropeitsche hatte ich zum Beispiel schon mal gehen. Bis zum Januar geht er dann wieder, ja, nochmal sehen. Ich habe mir beim letzten Sale auch nicht viel gekauft. Mein Problem ist, ich komme ja sowieso relativ selten zum Spielen und dann spiele ich wieder ganz neue Spiele. Wie man hier sieht, Elite. Gegen dich hatte ich schon mal das Vergnügen. Okay, das war der Fall. Du bist ein unnötiges Mistvieh. Doppelkerbenbogen. Level 4. 284 Schaden. Schießt 2 Pfeile auf einmal. Schaden plus 50%. Wirft eine Granate. Das klingt eigentlich gut. Aber ich habe trotzdem gegen den Gegner jetzt relativ viel Schaden genommen. Wah! Der verschießt 2 Pfeile und hat auch relativ viel Munition. Ah, und ein paar Lebenspunkte zurück. Schön.
Ah, da ist wieder so ein Mistding. So, das war knapper als mir lieb war. Trank ist hiermit verbraucht. Aber ich hoffe, dass ich nicht mehr so weit habe. Ich meine, ich verursache jetzt gut Schaden und alles, aber es ist Dings. Ja, das stimmt, Hellnagel. Isaac bin ich gewöhnt. Ich habe so viel Stunden. Das war wieder sehr schön. Ich habe so viel Stunden Isaac schon gespielt. Da bin ich entspannter, da weiß, was mir passieren kann, etc. Okay. Wieso so viele Teleporter und kein einziger Gegner? Und eine Truhe. Truhe, sage ich mal. Oh, und ein Haufen Seelen auch noch. Bärenfalle 3. Na, dann gibt es keine Diskussion, oder? Ich bin auch gestresster. Ich stehe dazu. Abgesehen davon, dass ich in letzter Zeit sowieso dauergestresst bin. Aber das hat andere Gründe als Spiele. Dann stresse ich mich auch noch in Spielen. Was tue ich da? Warum spiele ich nicht My Little Pony oder sowas? Na, dann wohl eher das Pen and Paper irgendwann. Aber das ist eine andere Geschichte. Irgendwie sollte ich öfter auch auf Wände einschlagen, oder? Schön, große Bälle, die mich erschlagen wollen. Was sind jetzt los? Plötzlich keine Gegner mehr, sondern nur noch Fallen. Ich hab's mir entspannter gewünscht, oder? Pavi auf der Reit fahren. Das klingt nach einem großartigen Spiel. Warum ist das nicht Game of the Year? Da ist jemand, der euch bufft und das nervt. Ich muss jetzt schauen, dass ich durchkomme. Gegen die Gegner ist die Bärenfalle absolut großartig. Nein, ich gehe jetzt weiter. Ich will dort, glaube ich, nicht hinein. Perfektionismus, dass man wirklich alles durchsucht, muss man, glaube ich, in dem Spiel ablegen. Puh. Okay. Die Doppeldeutigkeit hätte ich jetzt nicht unbedingt gefunden, Sidney, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, guter Plan. Einfach weiterlaufen. Weiterlaufen und nur die Gegner töten, die einem auch wirklich auf die Nerven gehen. Wie der hier zum Beispiel. Puh, das war knapper als ich wollte. Eisgranate wieder aktiv. Okay, 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 ich glaube, das ist es jetzt. Was ist hier drüben noch? Genau, ich glaube, hier kann man mit einer speziellen Fähigkeit irgendwas bekommen, genau. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Erster größerer Abschnitt. Ich meine, den allerersten kann man ja nicht ernst nehmen. Ist hiermit beendet. Sehr schön. Bin auch schon sehr gespannt, ob das Spiel irgendwelche Modi hat, dass man die ersten Abschnitte, wenn man sie mal gut kennt und schon bessere Waffen etc. hat, auch durchkommen kann. Gut, geöltes Schwert, die Sandalen. Was bringen diese Sandalen? Ist eine Waffe. Schlägt Gegner zurück und unterbricht ihre Angriffe. Verursacht zusätzlichen Schaden, wenn das Opfer gegen eine Wand geschleudert wird. Okay, spannend. Mehr Gold zu Beginn. Ich habe 24 Zellen. Ich könnte auch... Das Breitschwert verursacht massiven Schaden. Das klingt nach einer sehr langsamen Waffe. Okay. Erstmals danke fürs GG. Erstmals da durchgekommen. Assassinentoll. Verursacht einen kritischen Treffer, wenn du von hinten angreifst. Das kann gut sein, Hellnagel. Ich weiß es nicht. Andererseits, Sparta ist ein breiterer Begriff. Ich habe nur 24 Zellen. Das heißt, gewisse Dinge werde bringe ich jetzt nicht fertig. Ich spare mir das, vor allem das billige Zeug. Das kann ich mir dann kaufen, wenn ich wieder mal im ersten Abschnitt bin. Ich will das den höheren Geldbetrag. Ich habe das jetzt begonnen. Ich ziehe das durch. Den großen Trank. Ja, da hast du schon recht. Das will ich nicht verneinen. Den werde ich mir relativ bald holen. Ja, natürlich kenne ich das. Ach so, darauf beziehst du dich, stimmt. Weil ich eben mit den Sandalen zuschlage. Alles klar, Hellnagel. An das habe ich jetzt nicht gedacht. Schnubi, hast du eigentlich weitergespielt, abseits von deinem Just Showing? Weil, wie gesagt, hat mich ja aufs Spiel gebracht und nicht wenig. Okay, ich habe
Ich habe erhöhten Schwierigkeitsgrad wegen Level und ein Achievement, yeah, a room with a few, wie ich jetzt auf der Befestigungsanlage bin. Okay, zumindest gegen die Bogenschützen mache ich genug Schaden, damit ich nicht schlechtes Gewissen haben muss. Allgemein, also der Schaden, den ich verursache, ist noch genug, behaupte ich mal. Ich habe mir übrigens, das Spiel ist ja Early Access und ich habe mir ein, zwei Videos angesehen, wie das Spiel war, bevor es Early Access, also bevor es in der Phase jetzt war, bevor dem, ich glaube, das ist das vierte große Update, irgendwas mit brutales Update oder so, keine Ahnung, habe ich vergessen, steht im Startscreen, und da hat sich unglaublich viel getan, seitdem, also da haben einfach verdammt viele Gegner zu dem Zeitpunkt noch gleich ausgesehen und so weiter und so fort. Ich habe mal gehört, dass es sich nicht lohnt, alles gleich zu leveln, sondern dass man sich auf gewisse Taktiken konzentrieren sollte. Also gelesen, das war in einem dieser Videos. Okay, und dieser nach unten Angriff ist einfach nur großartig. Okay, ich behaupte, dass das gerade gut war, trotz der vielen Gegner keinen Schaden genommen zu haben. Aber ja. An Mark of the Ninja musste ich auch denken, Hellnagel. Und darüber hinaus spielt es sich auch ein wenig in die Richtung. Ich habe Mark of the Ninja wirklich, wirklich gern gespielt. Also ich habe es zwar nur einmal durchgespielt und nicht alle Achievements etc. Aber das mache ich relativ selten in Spielen. Aber Mark of the Ninja, also wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch an, spielt es mal. Es ist ein absolut großartiges Spiel. Vor allem wenn ihr irgendwas mit dem Thema Ninja anfangen könnt. Es ist halt in dem Spiel wirklich so, sobald du entdeckt wirst, wirklich in größerem Ausmaß, ist es vorbei. Aber du kannst alle Gegner mit Stealth-Angriffen wirklich brutal hinrichten eigentlich. Ja. Also verstecken, du musst dann die Leichen verstecken, weil sonst die Wachen auf dich aufmerksam werden und so weiter und so fort. Also wer irgendwas für Stealth-Game übrig hat, wozu ich mich eigentlich nicht zähle. Ach verdammt, den Schildheini habe ich jetzt falsch eingesetzt, geschätzt. Okay, gegen die ist das die richtige Waffe, weil das sind verdammt viele davon. Das sind wirklich verdammt viele von den Viechern. Okay, jetzt Konzentration, deshalb rede ich gerade weniger. Okay, das war bis jetzt recht sauber. Nicht perfekt, aber ganz gut durchgekommen gerade. Weil das sind, wie gesagt, es sind verdammt viele. Oh, verdammt, was tut ihr da? Hätte ich hier nicht genug Probleme mit den anderen Viechern. Okay, gut, gut, gut. Ja, wie gesagt, das Spiel stresst mich, aber ich habe wirklich das Gefühl, besser zu werden und das ist ein verdammt gutes Gefühl. Vor allem die Steuerung geht langsam in Fleisch und Blut über. Ein bisschen Nahrung wäre trotzdem nett, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass man wirklich Heilung auf dem Weg verdammt wenig findet. Okay, ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. Ach, die olle Granate, ich hasse das Ding. Aber sie verursacht Brutalität plus 1. Feuer deine Salve aus Pfeilen ab. Okay, ich tausche es gegen die Bärenfalle, weil ich die nicht so nützlich finde, vor allem Ach so, ja, ich kann ja den Teleporter verwenden. Vor allem hat ja mein Schwert eine Synergie mit der Eisbombe. Und das möchte ich eigentlich nicht. Also verschenken. Wenn man Türen einschlägt, kann man die Gegner dahinter. Also schwer schädigen. Schwächen etc. Blaupause, Frontlinienschild.
Sehr schön, sehr schön. Gut geklappt, gut geklappt. Genau, ich rock's jetzt durch. Dann kommt irgendein Boss und die Sache hat sich. Weil ich sein Schema noch nicht kenne, etc. Sehr schön. Hat ja gut funktioniert. Ich meine, es ist ja ein Teufelskreis, aber das ist bei Isaac ja auch so. Wenn man stark ist, bekommt man neue Items etc. Okay, was hat mich jetzt getroffen? Das war dumm, das war sehr dumm. Da will man sich schon auf den Lorbeeren ausruhen und dann passiert sowas. Das heißt, wir nehmen jetzt Heilung. Genau, Nagel, guter Gedanke. Und ja, das ist schon richtig. Ja, Schnubi, aber ich glaube, das ist normal in solchen Spielen. Du hast recht, ich habe Überleben geskillt. Ich habe Überleben noch gar nicht geskillt. Ich habe Überleben nicht geskillt. Schau mal nach, links unten, das ist noch auf Level 1. Das war im vorigen Run. Ich habe jetzt nur Taktik gespielt. Ja, das kann passieren, Maxi, auf jeden Fall. Die Frage ist, Taktik oder weiter auf brutalen Damage? Ich glaube Taktik. Ich will es einfach lernen, meine Items auch besser einzusetzen. Okay, das war unnötig. Das hat nichts gebracht. Die Schildhainis gehen mir auf die Nerven. Okay. Diese Fledermausviecher gehen mir auch auf die Nerven. Gut, ich habe mich fast umgebracht. Wie habe ich das jetzt auf einmal geschafft? Zu viel Chat gelesen gerade, wahrscheinlich liegt es daran. Gut, das war eine Verschwendung von der Eisgranate. Jetzt ist da wahrscheinlich irgend so ein Mini-Boss oder... Nein, ich komme weiter. Schwarze Brücke, das ist, glaube ich, der Boss. Ah, ich bin durchgekommen. So knapp, so knapp. Jetzt kann ich auch sterben, es ist mir egal. Ah, schön, 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 schön. Ja, ich level das jetzt natürlich fertig. Und setze jetzt alles in den zweiten Trank, wie Schnubi gesagt hat. Das ist sinnvoll. Ja, gut so, gut so, gut so. Schauen wir mal. Bringt die Eisgranate was gegen den Boss? Bringt alles was gegen den Boss? Bin ich gewappnet gegen ihn? Finally a moment of rest. Achievement. Seht ihr sogar? Cool. Gut. Das ist der Unvollkommene. Warum unvollkommen? Weil ein leichter Gegner ist garantiert. Oh, Munition steckt in diesem Feind. Das ist ja schön. Okay, er hat aus irgendeinem Grund einen Schild. Okay, ich darf wieder meinen Bogen verwenden. Okay, ich glaube, das war... Ja, war dumm. Ich muss das einfach ausprobieren. Okay, das hat jetzt genau nichts gebracht. Verdammt, wie komme ich da dran vorbei? Controller, das ist schlechtes Timing jetzt auszuschalten. Okay, okay, okay. Langsam. Es gibt keinen Grund zur Eile. Das war gutes Timing, dass er das jetzt gerade jetzt verursacht hat. Ich meine... Ja, ja... Ich weiß es nicht, ich habe gelesen, dass sie das Schild permanent fast...
permanent versuchen zu verbessern. Falscher Knopf, dass ich wollte mit der anderen Waffe schießen. Okay. Finde es schön, wie das so schön dasteht. Munition steckt in diesem Feind. Controller. Schön. Was zum Teufel? Ah ja, Schnubbi, ich hab's mir auch gerade gedacht. Trank, so. Ja, sollte ich. Ernsthaft. Ah, ich war am Trinken und das Timing war furchtbar. Ich dachte eigentlich, es lief gut. Ich glaube, ich habe mich auch nicht furchtbar angestellt. Aber ja, was soll's. Erster Versuch, vor allem habe ich eine Sache gelernt. Das war bitter. Gut, ich habe 6000 Gold wieder zurückbekommen. Ist mal ein Start. Oh ja, fuck, das trifft's ganz gut. Aber ja. Nicht jammer, don't cry about spilled milk und so weiter. Jetzt wird's besser. Und aus. Wahrscheinlich Hellnagel. Man wird besser. Es fühlt sich so gut an, besser zu werden in diesem Spiel. Es ist großartig. Ja, dann holen wir uns die Rolle gleich. Das mit dem Controller hat nicht geholfen, ja. Ich weiß es nicht. Mein Xbox-Controller gibt den Geist aus, also Xbox 360. Jetzt sollte ich mir mal einen neuen holen, aber es ärgert mich eigentlich sehr. Oh, Peitsche. Statt dem Bogen, Peitsche ist ja quasi auch eine Fernkampfwaffe. Also ich habe sie bei meinem Testlauf gehabt, die Peitsche, und ich fand sie eigentlich ganz cool. Oh, Truhe, auch schön. Oh, der Nussknacker betäubt Feinde, die über mehr als 75%... Ja, und wenn sie sterben, gehen sie in Flammen auf. Langsam, aber lustig. Naja, man muss ja ausprobieren. Nutcracker. Oh, Bärenfalle. Ausbalanciertes Schwert, das Frostteil. Na, ich werde jetzt mal beim Nussknacker bleiben. Ah ja, so Nussknacker betäubt, Peitsche bringt um, oder wie? Oder Nussknacker bringt direkt um. Das Schöne an diesem Angriff nach unten, einerseits bewegt man sich schneller, andererseits wird man nicht betäubt durch Fallschaden oder sowas. Ja, am meisten ärgert es mich, dass meine gute alte IntelliSense Explorer Maus ihren Geist aufgegeben hat. Vielleicht kann ich sie sogar noch reparieren. Ich meine, ich habe das Teil seit 18 Jahren. War erste Generation optische Mäuse. Musste ja irgendwann sterben. Das war unnötig. Ja. Ja, eigentlich sollte Xbox 360 Controller einen guten Ruf, zumindest soweit ich das weiß. Aber vielleicht sind es auch die Batterien, die drin sind, die er nicht mag. Keine Ahnung. Ah, sehr schön. Das nehme ich natürlich. Ja, die Maus hatte ich 18 Jahre und ich mag sie immer noch. Ich finde, sie liegt besser in der Hand als die meisten anderen Mäuse, die ich kenne. So eine 5-Tasten-Maus hat damals auch 550 Schilling gekostet. Sind umgerechnet, 1 zu 1 umgerechnet, was ja irgendwie keinen Sinn ergibt nach so langer Zeit. 40 Euro, was für mich Jungspund mit 16 oder 17 Jahren ja doch ordentlich Geld war. Nein, schon seit einiger Zeit tot. Er ist tot. Ich dachte, ich krieg von dem jetzt auch was. Aber ich glaube, dass es nur ein Wackelkontakt im Kabel ist oder sowas. Und das lässt sich reparieren. Ich habe es mir online angeschaut, nur weiß ich nicht, ob mein Geschick reicht. Ich bin zurück. Ja, Junge. Wie viel habe ich? 16 Zellen. Das heißt, ich werde mal beim Hammer bleiben und alle 16 hier reinstecken. In der Hoffnung, bessere Ausrüstung anderweitig zu bekommen.
Spät ist es eigentlich. Oh, noch gar nicht so schlimm. Ich da hatte im Dings. Das ist richtig, Sydney. Ja, wie gesagt, vor allem, es ist wirklich nervig, wenn die Maus einen Wackelkontakt hat und alle paar Minuten abbricht. Es scheint allgemein meine Hardware zu betreffen. Genau, ich werde es ausprobieren, wenn ich mir mal die Zeit nehme. So. Der Assassinendolch war zuletzt da oben. Mal schauen, ist da jetzt eine neue Blaupause? Nein, nur Geld. Spannend. Diese Assassinendolch-Blaupause scheint also fix da oben zu sein. Alles klar, Schnurri. Gibt's dafür eine Möglichkeit, die Kabel gebunden zu machen? Ich mach zu wenig Schaden. Und der Hammer ist langsam. Vielleicht war es ein Fehler, das keine Zusatzausrüstung zu kaufen. Schauen wir mal. Ich komme definitiv auch mit dem Hammer schlechter zurecht als mit meinen anderen Waffen. Ich mag es schneller. Das ist richtig, Hellnagel. Ja gut, das kann auch bloß passieren, Sidney. Das ist eben das Problem. So, ich gehe jetzt voll auf Brutalität, wobei... Ah, sogar meine Granate. Ich sollte meine Granaten öfter verwenden. Okay. Ich glaube, meine Granaten machen lustige Dinge. Warum genau ich jetzt den mit meiner Peitsche nicht angegriffen? Wäre doch viel klüger gewesen. Naja, klug kann ja jeder. Ich mache das auf meine Art so richtig dumm. Gut. Schon wieder ein Händler. Ich meine, ich mochte die Eisgranaten. Irrsinniges Level 3, die Bärenfalle auch. Die Eisgranate ist halt rein Taktik. Die Infanteriegranate ist nett. Ich verwende die Bärenfallen zu selten. Außerdem ist die Level 1. Verwenden wir Eisgranate 3 und leveln ein wenig Taktik in Zufall. Okay, das ist seltsam. Klingt aber nach einem Treiberproblem, Link-Fan. Ernsthaft, Maxi? Ich meine, ich bin der Erste, der Doppeldeutigkeiten unterstützt in irgendeiner Form. Aber ganz ehrlich, oh, spannend. Diese Buff-Dinger verlieren ihre Fähigkeit, wenn sie gestunt sind. Ja, aber das hätte ich jetzt nicht verstanden. Gut, da muss ich jetzt sowieso irgendwas nehmen in Richtung Taktik oder Überleben und dann nehme ich die Taktik. Okay, dieses Mal ist sie schon länger zu. Und dementsprechend ist es mir egal. Wirklich, jetzt schaue ich während dem Sprung in den Chat. Dümmer geht's wohl nicht mehr. Ich habe meinen Trank noch, es wird schon klar. Ja, ich... Okay, jetzt habe ich kurz nur auf den Gegner da drüben geschaut. Okay, da komme ich nicht durch Sprung rauf. Man muss in dem Spiel sich abgewöhnen, jeden Gegner besiegen zu wollen. Und ich sollte den erst... Man sollte sich abgewöhnen, jeden Gegner besiegen zu wollen, Sprache und rennt sogar noch zurück, um alle Gegner zu besiegen. Aber es sind Seelen und Seelen sind wichtig. Ja, genau, Schnuppe, sehe ich auch so. Mhm. Leap of Faith ist eine gute Idee in so einem Spiel. Besser, hier nehme ich den Trank eben gleich. Ah. Sydney, Schnuppi, habe mich gerade in der Zeile geirrt. Treiber neu installieren wäre eine Möglichkeit und Schnuppi, du sprichst wie ein Programmierer. Oh, was habe ich denn da? Brandbomben. Ja, statt der Elektropeitsche. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Oh, cool. Ich mag die Dinger. Ich hoffe, die schaden auch. Ich hoffe, die schaden auch, so wie sie aussehen. Alles klar.
vielleicht ist das Ding falsch verkabelt. Ich meine, das ist relativ weit hergeholt, aber möglich ist viel. Oder hat das hat er schon mal funktioniert? Das ist halt auch so eine Frage, die in dem Zusammenhang wichtig ist. Ha, was zu essen. Nicht viel, aber ein paar Lebenspunkte sind's. Ich bin über jeden Lebenspunkt dankbar, den ich zurückbekomme. Ja, Sprache und spring die nächsten Stacheln. Das macht man nicht. Ich sehe schon das Problem. Mit den Fledermäusen habe ich jetzt mehr Probleme durch die Brandbomben. Nehmt ihr gar keinen Schaden, wenn ihr durch dieses Ding geschützt seid. Gut, die Fledermäuse nerven jetzt wirklich. Vor allem, weil die der Hammer auch nicht unbedingt das optimale Item ist, um gegen sie anzukommen. Ha! Aber die Brandbomben machen Spaß. Ich überlege ja ernsthaft, ob ich mich mal umschaue um bessere Controller als den Xbox-Controller. Den Fluch hole ich mir jetzt nicht. Ja, kaputt kann bei sowas viel sein. Ja, in der ersten Version des Spiels war es ja so, dass man nur Leben bekam, wenn man wirklich Überleben gesteigert hat. Eigentlich gab es das Wort Überleben in dem Zusammenhang auch noch nicht. Es ist interessant, das Spiel ändert sich zwar prozedural, also es ist immer ein wenig anders, aber es gibt gewisse Gegner nicht. Also die Brandbomben sind schon in gewissen Situationen großartig, vor allem wenn man sie einsetzt, anstatt mit dem Hammer herumzuschießen. Aber sie sind nicht so leicht einzusetzen. Xbox One Controller, das habe ich jetzt schon oft gehört, dass sich der auch gut spielt. Genau, Brandbombe im Wasser verwenden. Kluge Idee. So funktioniert das. Falsche Taste drücken, um auszuweichen, auch eine kluge Idee. Steam-Controller habe ich auch schon nachgedacht, vor allem beim letzten Sale war der verdammt billig. Ganz ehrlich, Reinigungsalkohol trinken ist keine glorreiche Idee. Übrigens ist es auch keine glorreiche Idee, hier nach unten zu gehen. Oh, hier komme ich hier nicht weiter. Wandsprung. Hat zumindest Schnubb in seinem Spiel gezeigt. Ich weiß es nicht, der Steam-Controller wirkt schon spannend und ich bin der Erste, der etwas Neues ausprobiert. Ich sollte wieder mal meine Ausrüstung einsetzen. So zum Beispiel. Oh, da liegt was zu essen. Da ist schon wieder etwas, was meine Gegner bufft. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht, ich laufe jetzt einfach weiter. Dich werde ich noch fertig machen. Weil ich es kann. Absolut unbrauchbar. Naja, das ist dann schon eine harte Ansage. Absolut unbrauchbar ist ziemlich unbrauchbar. Aber wie gesagt, Xbox One Controller überlege ich mir ernsthaft. Andererseits, jetzt funktioniert er ja wieder eine Zeit. Mal sehen. Vielleicht kann man das Problem auch irgendwie lösen mit den Kontakten. Mal ein paar Tutorials im Internet durchsehen. So, Sian, bla blub. Reicht noch nicht für den zweiten Trank. Ich habe dieses Mal wenig Seelen gesammelt in dem Durchlauf. Ja. Ich habe doch schon einen SNES-Controller. Der funktioniert, wobei bei dem Spiel könnte er glatt funktionieren. Da ist das Digipad gar nicht so wichtig. Aber er hat zu wenig Tasten. Nämlich, da fehlen die Trigger am SNES-Controller. Weil wie gesagt, den verwende ich eigentlich ganz gerne. Außerdem ist es einer meiner absoluten Lieblingscontroller. Okay.
Ja, man nervt zum Teil einfach nur. Und ich werde jetzt an diesen Hammer sterben, das sage ich euch. Vereist und angezündet. Ist doch schön. So wünscht man sich das. Ich brauche dringend eine andere Waffe. 4 Minuten. Du bringst mich auf etwas, Sydney. Einerseits habe ich ja noch meinen Adapter für den PS2-Controller, den ich hier verwenden kann. Andererseits kann man ja angeblich den Wii U Pro-Controller am PC verwenden. Ohne größeren Aufwand. Ach, verdammt. Das ist ganz furchtbar mit diesem Hammer. Vor allem, er ist ja nicht einmal übertrieben stark. 3 Schläge sind mehr als ich Dings. Das wäre bei dem Spiel sogar besser, aber du hast recht. Du bist jemand, der viele Rennspiele spielt. Da ist das... ist der Switch Pro Controller entsprechend ungeeignet. Bei mir ist das absolut kein Argument. Mit den Analogen. Ja, das ist es eben. Ja, habe ich richtig im Kopf gehabt. So, Brutalität erhöht. Ich muss mehr Schaden verursachen. Ich hoffe, ich bin nicht dumm, dass ich den Trank nicht gleich nehme, aber ich versuche... Doch, es ist dumm. Weil, was bringt es, ihn aufzuheben? Ich regeneriere so oder so nicht mehr ganz. Ja, wie gesagt, das ist alles schön und gut. Oh, sehr nahe Truhe. Muss mich nicht einmal vorkämpfen. Elektropeitsche. Ich ersetze trotzdem die Brandbomben. Gegen die Weil die sind zwar lustig, aber nicht gut. Ich habe den Power Glove nie benutzt und irgendwie... glaube ich, will ich es auch nicht. Aber was ich spannend finde am Power Glove, ist einfach die Tatsache, wie früh Nintendo schon solche Experimente gemacht hat. Und das ist, finde ich, durchaus bewundernswert. Oh mein Gott, diese Peitsche ist ja verdammt stark jetzt. Sprachen verwendet er wieder den schlechten Hammer. Vor allem, dass ich auch so eine Granate vorher werfe. Sehr gut. Ja, ich sollte auch wieder mal ein Spiel mit Joystick spielen. Ich habe ja eigentlich einen ganz netten herumstehen, der eigentlich meinem Bruder gehört, aber ich glaube nicht, dass er ihn allzu bald brauchen wird, weil er seit Ewigkeiten keinen PC mehr hat, um zu spielen. Wobei, das könnte sich jetzt geändert haben, weil er für seine Söhne einen PC gekauft hat, wenn die bei ihm sind. Naja, mal schauen. Das ist richtig, Link-Fan. Ich meine, sie haben nicht nur gute Erfahrungen damit gemacht. Aber nichtsdestotrotz, experimentieren, das ist schon nicht dumm. Bringt die Industrie als Ganzes ja auch weiter. Das ist schon wieder so ein Raum mit verdammt vielen dieser Fledermausviecher. Andererseits habe ich die richtige Bewaffnung dafür. Aber das sind schon viele. Ja, schön. Bringt das was? Leider nein. Ha! Diese Patch ist Wahnsinn gegen die Viecher. Ja, Virtual Boy ist natürlich, er ist komplett in die Hose gegangen, aber hey, ich meine, ich erinnere mich noch, wie ich dem Ding ein bisschen entgegengefiebert habe im Club Nintendo Magazin. Ein Elite-Schildträger. Ich glaube, das könnte jetzt eng werden. Und ich hatte so viele Zellen gesammelt. Ich weiß es nicht, Link-Fan, ob er besser als das CDI war, weil selbst dort gibt es das eine oder andere Spiel, das vielleicht ganz gut gewesen ist. CDI war ja an sich auch kein schlechtes Experiment. So, tot. Und warum tot? Bloß so. Was ist hier unten eigentlich? Nichts.
Grüßt mich wieder mal wer. Ich sollte mal den Boss schlagen. Jede Zelle meines Glockenkörpers ist glücklich. Ja, du hast recht, Schnubbi. Aber Gegner wollen sterben und so. Diese Tür ist noch spannend. Ob die wohl etwas bringt? Aber ja. Ich werde garantiert nicht auf den Schild umsteigen. Fernkampfwaffen sind einfach so viel besser. Und vor allem Schildtiming, dafür habe ich jetzt den Kopf nicht mehr dafür. Endlich wieder ein Schwert, dieser verdammte Hammer. Das war eine einfach zu... Ja, genau. Macht weniger Schaden als das Schwert, betäubt aber Feinde, die stark sind. Leck mich einfach nur, Hammer. Wie das ein Hammer auch immer machen mag. Ist mir egal. Also den Hammer nehme ich erst, wenn alle Gegner derzeit instant killt. Das ist richtig. Und Nintendo hat, ja, so viel Schild hat er nicht, Fehler hat er nicht gemacht. Da liest man Schild und spricht es aus. K.O.-Schild absorbiert 75% Schaden, verursacht 40 Schaden. Betäubt Feinde, wenn du blockst, erhöht die Dauer deiner einer Parade. Das wollte ich nicht. Lass mich einfach in Ruhe mit dem Schild. Gerade sage ich es noch, dann finde ich einen scheinbar ganz guten. Die giftige Kanalisation klingt gut. Ich fühle mich richtig gut vorbereitet dafür. Es gibt hier andere Gegenden. Und ich habe genau 0 Seelen gesammelt. Oh, hier geht's weiter. Yay. Und ich brauche auch nicht einmal Leben. Ich habe nichts gesammelt und fange Gegend an. Ja, das mit Sony ist eine andere Geschichte. Wahrscheinlich der größte Fehler, den Nintendo je gemacht hat, sich einen derartigen Konkurrenten zu schaffen. Ich meine ernsthaft, Nintendo hat die PlayStation produziert. Im weitesten... Hey du, komm ein bisschen näher. Du bist zwar träge, meinst aber zu verstehen, was ich sage. Ich habe meine Rune verloren und stecke hier fest, wie du siehst. Ich brauche meine Rune. Würdest du mich für mich wiederfinden? Okay, spannend. Sidequest. Haha, vielen Dank. Sie ist hier irgendwo in den Kanälen auf deiner Seite der Gitterstäbe. Bring sie mir, jetzt. Wahrscheinlich ist dann der Boss. Okay, die Gegner sind schon mal wesentlich stärker als gerade eben noch. Ja, und jetzt war ich im Delay des Ausweichens drinnen, das war schlecht. Was bist du? Du spuckst irgendwas Giftiges. Ja, wenn man dich schlägt, bist du genauso tot wie die anderen. Und Vergiftung. Die sterben verdammt langsam. Okay, langsam und bedächtig. Und vielleicht den Trank trinken, auch wenn es verdammt früh im Dungeon ist. Mann. Ja, hast du auch wieder recht. Ja, das ist richtig, Sidney, aber wir werden es nie erfahren. Und so ist das eben im Leben. Gewisse Dinge werden nie vollendet werden. Verdammt, ich hätte so gerne ein besseres Schwert oder zumindest irgendeinen Level an Fähigkeit. Ja, genau. Aber da ist Brutalität dabei, das ist gut. Das heißt, ich habe gebeten und das Spiel gibt mir. Ja, das ist richtig. Schnubbi hat vollkommen recht. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Nintendo ist zu der Zeit größenwahnsinnig geworden. Mit dem Super Nintendo. Und hat dadurch Fehler gemacht. Ich meine, so haben sie auch Squaresoft verloren. Ich muss schnell kämpfen, damit ich mir die Leben zurückhole. Aber hier war ich schon. Das war richtig unnötig und hat verdammt viel gekostet.
Seelen habe ich auch nicht so viele, wie ich gern hätte in der Zwischenzeit. Aber die Brutalität, den Level zu bekommen, hat schon verdammt viel gebracht. Oh, was bist du? Weg hier. Sega. Ja, das Skullvergift ist mies. Warst du noch? Ah ja, genau. Wenn du abgesehen davon noch nicht denkst, hast du die Kanalisation hier noch gar nicht gesehen, Schnubi. Sega. Die Dreamcast ist gefloppt ohne Ende. Deshalb hat sich Sega aus dem Geschäft zurückgezogen. Okay, das wird wieder Brutalität. Ich habe nichts anderes. Ich meine, und das war ja 27 Sekunden, wirklich, verdammt. Das mit Sega ist vor allem, es war eine traurige Geschichte. Das Marketing hat ja nicht gestimmt für die Dreamcast. Zumindest das die Theorie, warum sie sich nicht verkauft hat. Naja, Sega muss man dazu sagen, es war nicht nur die Dreamcast. Da war ja mehr dahinter. Weil die Dreamcast war eine Sache. Aber es war ja auch rundherum davor, sie haben im zu kurzen Abstand Konsolen rausgebracht, weil wir haben ja die ganzen Add-ons für den Mega Drive oder wie auch immer oder was das auch immer war, keine Ahnung. Die ganzen Add-ons, die da rausgekommen sind, haben einfach massiv Kundenvertrauen gekostet. Weil auf einmal die Konsolen eine zu kurze Lebensdauer hatten von Sega. Da kaufst du dir eine Konsole und dann brauchst du nach kurzer Zeit. Oh, Reiben. Und ja, wenn das Vertrauen der Kunden stirbt, dann verlierst du alles. Zwillingsdolche, auf jeden Fall, das rostige Schwert hat mehr als versagt. Warum kriegt es dann diese verdammten Hämmer? Ja, also wie gesagt, Sega hat das Vertrauen der Kunden verloren und damit die Konsolenkriege. Okay. Da ist ein leuchtet etwas am Boden, aber das kann ich nicht schlagen. Aber doch kann ich, indem ich ihn in den Bodenangriff mache. Leuchtet jetzt rot. Und rundherum. Fähigkeit wohl. Wenn du dich allgemein für sowas interessierst, Sidney, ich weiß nicht, ob er das Thema schon behandelt hat, aber such mal nach Gaming Historian auf YouTube. Macht ein sehr ruhiger Sprecher, sehr gut recherchierte Videos. Mag ich wirklich gerne, schaue ich gerne immer wieder mal. Also ich muss offen sagen, diese Rune für den Typen am Anfang hole ich mir nicht. Ja, ich meine, die Spiele waren großartig zum Teil, die Sega gebracht hat. Hier ist niemand. Ich meine, alleine schon Soul Calibur 1 war so ein gutes Spiel für die Zeit. Ich bin mit offenem Mund davor gestanden, als das ein Bekannter von mir gespielt hat. Also hatte mal und ich hatte gedacht, wie ist das möglich? Das sieht so gut aus. Ich meine, für eine Zeit natürlich. Heutzutage ist das anders. Oh, was bist denn du? Ich weiß, dass die Viecher explodieren können. Das habe ich mal gesehen. Sega's Three Biggest Mistakes, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, Sidney. Wie gesagt, ich mag den Gaming Historian. Sicher nicht jedermanns Sache, aber ich finde ihn cool. 22 Schaden, versucht Blutungen, aber ist Level 2. Ich tausche das mal gegen den Bogen, einfach um es auszuprobieren. Vielleicht bringen die Blutungen ja ausreichend, dass sich's lohnt. Nett, nicht großartig. Aber sie werfen sich schnell, das finde ich gut. Schneller als ein Bogenschuss. Das mit der Blutung ist auch sehr nett. Alles klar, nein, habe ich noch nicht geschaut. Ich habe ein Abo bei ihm und ich muss sagen, er macht nicht oft Videos, aber die er macht, sind wirklich gut recherchiert. Ich mag diese Dolche, die sind cool. Ich meine, die Viecher zerlegen sich dann von selbst. Auf einmal hat man bessere. Wie gesagt, die Sprache ist einfach so schön ruhig und alles. Das ist etwas, was mir einfach irrsinnig. Bist du wahnsinnig? Das Gift ist ja absolut widerlich. Jetzt habe ich es erst richtig gesehen. Verdammt, es ist Zeit fürs Ende dieses Abschnitts. Nochmal Brutalität.
allem, dass die Dolche, dass ich zwei werfe, ist gut. Okay, die Dinger explodieren. Hauptsache weit genug davon wegkommen. Und dreimal Blutung tötet die meisten Gegner ganz gut. Oh, danke, danke, danke. Es ist zwar nicht viel Lebensenergie, aber jeder Punkt zählt. Oh, ich da wusste nicht, dass die Viecher springen können. Haben aber keinen Schaden gemacht. Ja, ich meine, sowas findet man auf YouTube gar nicht so oft. Die Befestigungsmauern, ich bin durch. Und hier noch eine Seele mitgenommen. Gut so. Jetzt riskiere ich noch. Ist das klug? Wahrscheinlich nicht. Unvergiftet. Weg hier. Raus. Einfach nur raus. Sagt es. Aber der hat recht früh schon sehr gute Videos gemacht. Wie gesagt, Gaming Historian. Wer ihn nicht kennt, schaut mal rein. Jetzt mache ich Konkurrenzwerbung. Quasi. Gut, damit hätten wir den zweiten Trank. Das ist gut. Ich bin derzeit mit meiner Ausrüstung zu zufrieden, deshalb werde ich... Ich möchte den Startbogen verbessern, das klingt gut. Alles klar, Faura, wünsche eine gute Nacht und danke fürs Zuschauen. Ja, kann ich mir bei Hering grundsätzlich auch vorstellen, dass er solche Sachen liest. Ich habe mal sein Podcast-Projekt hier noch gar nicht, habe ich noch gar nicht reingehört. Habe ich aber vor, könnte gut funktionieren. Aber ja. Hängt immer davon ab, wie man es machen will und wie viel Zeit man sich dafür nimmt. Ich meine, das ist ja auch Wahnsinn. Das Problem ist ja, bei dem das Sprechen ist eine Sache. Natürlich brauchst du die richtige Stimmung und die Art und Weise zu reden, aber es ist auch ein ganz eigenes Kaliber, das Ganze zu recherchieren. Ist auch nicht zu unterschätzen. Na, schauen wir mal, ob wir hier gut durchkommen. Eins ist sicher, dass diese dunkle Promenade oder wie das heißt, wesentlich einfacher ist als die Giftkanalisation oder wie das Ding heißt. Und dementsprechend glaube ich, bin ich optimistisch, dass ich jetzt hier auch besser durchkomme. Vor allem mag ich meine Ausrüstung. Auch wenn ich noch immer keine Ausrüstung im engeren Sinne habe. Also irgendwas, was ich auf den Schultertasten liegen habe. Das muss Brutalität sein. Ich meine, schaut euch an, wie schnell die Dinger durch diese Dolche sterben. Ich bin so froh, dass ich die genommen habe. Ja. Ach so, ich schieße nicht zwei dieser Dolche, sondern ein Zusatzprojektil. Ich glaube schon Link-Fan, soweit ich das verstanden habe. Aber ich spiele es ja auch heute zum ersten Mal, also wir werden uns noch überraschen lassen können. Aber es sieht ganz so aus, als könnte man immer mehrere Stages machen. Ich habe nie alles erforscht, vor 4 Minuten wurde die verschlossen. Naja, ich habe mir auch Zeit gelassen. Ich muss ja durchkommen. Aber dass ich die Kanalisation, diese giftige, auf Anhieb geschafft habe, da bin ich froh darüber. So. Seid ihr Dinge für mich zu schlagen mit den Dolchen? Oh ja. Gut, jetzt Taktik. Taktik, ja, Taktik. Ganz gemütlich und langsam. Ach ja, da war ja was. Das war ein Fehler von mir. Man kriegt ja nicht mehr Schaden drauf. Wenn das mehr Farben hat, dann zählt immer nur eine Farbe. Das war dumm. Ach, war das dumm. So. Oh ja, das Ding kann auch bluten. Gut so. Gut so, gut so, gut so. Funktioniert ja, ob ich da nach unten komme, sei dahingestellt. Puh, klappte besser als ich dachte. Okay.
Okay, das war irrsinnig dumm jetzt. Zu viele Gegner und zu schnell reingelaufen. Oh, ich habe jetzt den Doppeltrank. Das hatte ich vergessen. Das heißt, ich kann es doch noch überleben. Und was kriege ich in der Truhe? Einen Schild. Oh, vielen Dank, liebes Spiel. Scheiße. Danke. Hat sich so richtig gelohnt, hier so richtig ungeschickt durchzugehen. Warum verwende ich eigentlich den Teleporter nicht, um hier wieder rauszugehen? Kann ich da reinspringen? Nö, ich bewege es zwar, aber ja. Ja, der ist geil, der Trank. Da hast du vollkommen recht, Schnubbi. Oh, 1950 Gold, das ist mal eine Menge. Ja, ohne den Trank hätte ich jetzt gleich mich verabschieden können von dem Run. Spätestens jetzt gerade wäre ich gestorben. Und ihr Mistvieh, ihr schießt durch Wände, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich sollte einfach durchgehen, oder? Ich sollte aufhören zu erforschen. Das Dumme ist, dass ich keine Ausrüstung habe. Das ist das wirklich Bittere gerade. Wirklich, du lebst noch. Ich meine, warum fand ich bis jetzt... Ich fand allgemein nicht viele Waffen oder sowas. Das war auch unnötiger Schaden, aber welcher Schaden ist nicht unnötig? Oh, verdammt. Komme ich da nicht raus? Ich muss doch da rauskommen. Ah, hier. Und wieder ein Haufen Gold. Warum habe ich jetzt so spät getroffen? Diese Doppeldolche, man würde glauben, dass die verdammt schnell sind, aber sind sie irgendwie nicht. Brandbomben wieder, ein Hammer. Ich spiele das Blutschwert 4. Verursacht fast genauso viel Schaden wie die Zwillingsdolche, verursacht aber auch Blutung. Jetzt bin ich der König des Blutens oder so ähnlich. Leben auf 46 von 140. Das Problem ist, dass die Gegner ja oft mehr Schaden machen, als man eigentlich nimmt, weil man durch das Besiegen von Gegnern wieder in Leben zurückbekommt. Ja, keine Ahnung. Und ich gehe wieder den ganzen Weg, obwohl Teleporter überall sind. Das Spiel ist ja gut designt. Danke, Sidney. Ich wollte nichts in die Richtung sagen. Oh, da ist zur Abwechslung mal ein Gegenstand. Und genau hinein ausgewichen. Großartig. Und hier komme ich nur rauf, wenn ich den Wandsprung habe, den es offensichtlich geben muss irgendwo. Schön, oder? Spiel. Du willst mich gerade umbringen. Definitiv. Oder ich finde den Weg zur schwarzen Brücke. Du hast schon recht, Sidney. Wir nehmen uns kein Blatt vor den Mund in diesen Streams. Ich stream deshalb um so eine Zeit. ja, ich will das mit dem Anfangsbogen. Das klingt einfach großartig. Gut. Gut, meine Heiltränke. Ich habe jetzt Doppelheiltrank. Ich habe noch immer keine Ausrüstung gegen den Boss. Die war so praktisch vorher. Schauen wir mal, ob wir ihn gut zum Bluten bringen. Ich muss eben meine Taktik ändern. So, mein guter Unvollkommener. Ja, er blutet. Wenn er blutet, kann ich ihn auch töten, oder wie war das? Die Munition steckt im Feind. Okay,
Achso, falscher Knopf. Verdammt. Konzentration. Ganz langsam vorgehen, wenn es sein muss. Gut, jetzt tut er das wieder. Naja. Bisher funktioniert es ja. Und dann drückt er den falschen Knopf. Ganz furchtbar. Ich habe mir noch einiges zurückholen können. Ich finde es gut, dass auch wenn die Munition gelegentlich im Feind stecken bleibt, man sie trotzdem irgendwann zurückbekommt. Ich hatte echt Angst, dass man die Fernkampfwaffen vielleicht nur auf die Weise verwenden kann, dass man nur eine Handvoll Schüsse gegen die Bosse haben, weil sie vielleicht zu stark sind oder so. Verdammt, schlechtes Timing. Wenn wir schon beim schlechten Timing sind. Naja, wir haben schon den ersten Trank genommen und haben ihn circa zur Hälfte. Na, es könnte klappen, schauen wir mal. Nicht zu optimistisch werden. Genau das hasse ich, diese Aura ist furchtbar. Vor allem reagiere ich falsch auf sie. Ich sehe sie zu spät, dass er sie anwendet. Okay, ich dachte, dass die Aura schneller weg ist. Wirklich? Verdammt! Nein, verdammt, das war jetzt furchtbar. Ich habe sie ja angewandt, Schnubbi. Aber der eine Schlag war... Oder, ja. Das war jetzt unangenehm. Unnötig, dumm, denn das wie es wollt. Na gut, was zum Teufel ist diese Tür? Ich kann sie nicht... Kann sie nicht öffnen. Die Tür ist neu. Ja genau, und in den ersten Pussy-Gegner läuft er rein. So, Konzentration, das gibt's doch nicht. Das ist das Ziel für den Stream. Ja, das war wirklich knapp. Ich meine, ja, das Problem ist, er wird halt wirklich stärker im Laufe des Kampfes. Ja, gutes Timing. Nein, also das Problem, dass ich will in diesem Stream jetzt diesen Boss noch legen. Das wäre schön. Irgendwann sollte ich auch schlafen gehen. Ich sollte morgen in ein paar Baumärkte schauen. Ich muss Fliesen abholen. Macht nichts, Schnubbi, dass das iPad ein bisschen hinterherhängt. Verdammt. Stimmt schon. Ich muss sagen, ich hab den Gegner ein bisschen falsch eingeschätzt, auch gerade. Du hast vollkommen recht, Sydney, grundsätzlich, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann. Das Problem, das ich jetzt einfach hatte, Kerkerboden 2, der ist auf jeden Fall gut und den werde ich mir auch holen. Ich meine, wozu spare ich die 6000 Gold jedes Mal? Ja, das Problem, das ich jetzt hatte, stell dir vor, ich hätte die Eisgranate dabei gehabt. Oder irgend so ein gutes Item einfach. Genau, lass dich jetzt von den Pimpfgegnern hier töten. Aber auch hier habe ich schon meine Tränke. Also die Kombination, also gegen die Schildtypen habe ich wirklich das die größten Probleme.
Okay, so eine Siegesserie von minus 36 hatte ich nicht. Ich habe scheinbar immer rechtzeitig aufgehört. Aber ja, auf der anderen Seite hatte ich auch schon Phasen, wo dann einfach der Run kam. Ich hatte gestern einen Eden Run, der war einfach nur unsagbar mächtig. Oh, Eisgranate, ich bitte, dass ich da rankomme. Ja, sieht gut aus. Weil ich mag die Eisgranate, die ist einfach wahnsinnig gut. Bist du gieriger Schild? Blockt Angriffe und lässt Goldzähne deiner Feinde ausfallen. Wandelt zusätzlich gegnerische Pfeile in Gold um. Ja, ich werde es mal kurz ausgerüstet haben, vielleicht nur um sicher zu gehen, dass es auch zählt. Und ich habe meine erste Eisgranate. Das lief gerade mit der Granate nicht so, wie ich es beabsichtigt habe. Und eine Schriftrolle. Na, wir bleiben bei Brutalität. Brutalität und Taktik. Let's how I roll. Das ist im wunderschönsten Denglisch. Ja, Eden kann total in die Hose gehen, aber ich hatte gestern Quadshot und Triple Shot kombiniert mit diesen Blitzen zwischen den Tränen. Das war Wahnsinn. Ich habe einfach mit jedem Schuss 7, schon seit einiger Zeit tot, 7 Tränen verschossen und das mit einer Verzögerung von 9. Das heißt, ich habe schneller geschossen als Isaac zu Beginn, aber mit 7 Tränen mit jedem Schuss, mit einem Schaden von 9 pro Träne. Vollkommen irre. Nur zu Beginn hat man einen Schaden von 3 pro Träne. Also ich habe alles einfach nur fertig gemacht. Die Blitze haben Schaden gemacht und darüber hinaus hatte ich Mom's Eye, Mom's Contact, heißt es genau, womit ich Gegner stunnen konnte und die Blitze haben auch gestunnt. Der Run war absolut unschlagbar. So, das habe ich jetzt ungeschickt gemacht. Es geht. Ich weiß, dass es geht. Ich habe es ja schon geschafft. Ein Assassinendolch habe ich noch nie angewandt. Vor allem muss man mit dem Assassinendolch dann aufpassen, von wo man angreift. Ändert das Spiel dann eigentlich vollständig für einen? Der Bogen ist nicht so stark, wie ich mir wünschen würde. Teleportierst dich zu viel und das hat dir doch nichts gebracht. Ich glaube, ich brauche einfach weitere Schriftrollen. Okay, Angel Deals werden besser in Antipass. More Curses weiß ich sogar, Link-Fan. Das heißt, dass du mehr Curse-Rooms hast pro Stockwerk. Teilweise mehrere. Ja, wie gesagt, Anti-Burst habe ich noch nicht viel gespielt. Aber ich habe mich ein bisschen beschäftigt damit. Das ist es ja. Das ist mein Problem, unter Anführungszeichen, bei Isaac. Ich will dieses Selbstentdecken gar nicht in dem Ausmaß haben. Ich will mich auskennen. So, Hammer, schön. Nussknacker, Brutalität, 153 Schaden. Ja, ich nehme ihn. Ich weiß, was letztes Mal passiert ist, als ich die Nutcracker hatte, aber ja. Er ist einfach so viel stärker. Muss ich eben meinen Spielstil ein wenig an ihn anpassen. Ja, er ist wesentlich stärker. Oh, schön. Brutalität plus 1. Ja, vor allem, was mich an Anti-Birth so fasziniert, ist einfach die Tatsache, dass es besser aussieht als Rebirth. Nur schön, etwas zu essen. Ich habe es glücklicherweise noch nicht wirklich notwendig. Ja, mit dem Dolch muss man echt oft diese Dodge-Roll hinter den Gegner machen. Weil ich habe es mir auch jetzt gedacht, wozu sollte ich mir nochmal Rebirth kaufen oder Afterbirth, wenn ich mit Antibirth was habe, was ich noch nicht kenne. Ich finde diese kleinen Viecher da so lustig, die am Boden rumlaufen. Ich glaube, die gehören zu mir. Okay, da ist schon wieder so ein Ding. Ich vergesse schon wieder, dass ich eine Granate habe.
Granate ist ja teilweise sehr, sehr nützlich. Okay, das hier hochgehen hat sich gelohnt. Verbessern wir mal Taktik. Ich hasse es, dass meine Granaten so verdammt selten zur Anwendung kommen. Einmal draufschlagen auf das Eis. Jupp, Kombination funktioniert gerade. Wobei ich mit dem Hammer nicht gegen den Boss antreten will. Das war schlecht. Okay, ich will diese Schriftrolle klarerweise. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und Geheimnis entdeckt und etwas zu essen. So, gute Nacht, danke fürs Vorbeischauen, Schnubbi, und auf ein anderes Mal. Und danke nochmal für das Spiel. Allein jetzt hatte ich schon viel Spaß damit. Und ich werde es öfter mal auspacken. Weil ich derzeit überlege, falls ich wirklich jetzt die Konzentration verliere, noch einen Anti-Enter-Birth-Run zu machen und dann schlafen zu gehen. Was bist denn du? Magnetgranate. Seltene Blaupause. Okay, Geld ist nicht wirklich mein Problem. Alles klar, dann wünsche ich eine gute Nacht, Maxi, und kann ich verstehen, wenn du schon so verdammt lang auf den Beinen bist. Bin ich zur Abwechslung heute nicht gewesen. Wir hatten ja Feiertag in Österreich. Ist hier in Deutschland nicht so, soweit ich mich erinnere. 11.900! Ich sagte gerade, Geld ist nicht mein Problem. Ich will das haben, aber ich will nicht... Ach du Schande, 11.900. Das ist schon verdammt viel. Und wie er jetzt gezielt in die Stacheln springt. Großartig, oder? Ein kompetenter... kompetenter Streamer. Eisgranate 3. Oh. Ich dachte nicht, dass ich jetzt beide Eisgranaten habe, aber ich habe nicht drauf geachtet. Ja, eine Challenge auch, aber ich würde einfach, wenn ich ein Enterburst starte, dann einfach mal so drauf los, weil ich habe noch keinen einzigen kompletten Run selbst gemacht. Ich schlag das nicht ein, der Fluch ist zu schlimm. Aber falls ich, da unten war doch ein Teleporter, oder drüben. Ich will mit dem Teleporter zurückreisen. Wozu habe ich die ganze Zeit Teleporter? Alles klar, Sidney. Also wenn du aufbrichst, dann sag's nochmal dezidiert. Nein, habe ich eben nicht Link-Fan. Das ist ja das Problem. Ja, und wenn ich für mich alleine streame, mir macht das Spiel gerade zu viel Spaß. Auch wenn es mich ein wenig frustriert. Aber das gehört ja dazu. Elite. Abhorn. Oh, verdammt, der teleportiert sich der Saubier. Warum ist er jetzt tot? Saphirblaues Amulett. Brutalität plus 1 ist schon mal gut. Sämtlicher Elite nur Schaden minus 10. Sprungangriffe setzen den Boden in Brand. Ein feiner Gegenstand, der geschickt unter deiner Kleidung verborgen liegt. Du kannst nur ein Amulett zur selben Zeit tragen, ihre Effekte sind jedoch mächtig. Und ich habe derzeit kein Amulett, ich habe die Halskette des Gefangenen. Nur da sage ich nicht nein. Cool. Ich habe zwar keine Ahnung, woran der Gegner gerade gestorben ist, aber wen juckt's? Gut so. Wow, mein Sprungangriff ist wesentlich stärker geworden. Ich bin zufrieden derzeit mit meinem Bild. Ich glaube, jetzt würde der Bosskampf auch besser ausschauen. Schön wäre es, wenn ich noch irgendeine Art von Schwert finden würde. Da ist schon wieder irgend so ein Schildfuzzi. Vergiss deine Granaten nicht, verdammt.
Alles klar. Tu das, Maxi. Wie gesagt, ich will es aber auch nicht versprechen, dass ich Isaac spiele jetzt. Weil, wie gesagt, ich werde eigentlich auch müde und eigentlich will ich es bis zum Boss schaffen. Sieht momentan gut aus, aber wie gesagt, werde müde, schlechtes Zeichen. Schauen wir mal. Sian, da bist du wieder. Gut, ich habe die Magnetgranate. Die Frage ist, 22 Zellen brauche ich noch. 24 dafür. Dann denke ich mal drüber nach, ob ich mir ein neues Schwert hole. Zum Beispiel das geölte. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Das Breitschwert ist das einzige Schwert, das ich kaufen kann. Wie gesagt, ich brauche eine neue Waffe. Dann hole ich mir das. Und stecke die letzten zwei hier rein. Breitschwert verursacht massiven Schaden. Ja, es ist auch nicht wirklich schneller als der Hammer, aber viel Schaden ist mir lieber. Und es macht irgendwie Spaß, das Geräusch allein ist großartig. So, Befestigungsmauern. Ich hoffe, wir finden auch wieder die Brücke auch gleich. Weil ich will diesen Boss töten oder oder in eine neue Ebene sehen. Hoppla. Oh, das Ding verschießt auch Schüsse. Okay, das Ding macht Spaß. Ich weiß, dass du keinen Spaß machst und keinen Spaß verstehst. Es kann sein, dass ich, wenn ich auf die Schildheinister schieße, dass ich mir selbst Schaden zufüge. Ich weiß nicht, ich habe es nicht genau gesehen. Verdammt. Mehr Taktik. Für meine Eisgranaten. Im Notfall mache ich das alles sowieso im Laufe der nächsten 2-3 Tage sowieso wieder auf YouTube hoch. Beziehungsweise gibt es ja auch Video on Demand auf Twitch. Das ist sicher schon ewig zu, ja, 5 Minuten, 34 Sekunden. Das heißt, 6 Minuten hätte ich bis hierher brauchen dürfen. Okay. Das geht auch auf Taktik, das heißt, Brutalität ist in nächster Zeit wieder angesagt. Die Musik finde ich großartig. Die ist angeblich auch erst mit dem letzten Update hinzugekommen. Oh, Item, sehr schön. Brandbomben 4 gegen den Doppelkerbenbogen 2. Ja, mache ich. Ich habe jetzt einen ziemlichen Brandbild mit Eis kombiniert. Faszinierend. Die Brandbomben können schon sehr stark sein. Und noch einmal Taktik. So schnell werden deine Bomben verdammt stark. Warum hast du mich jetzt getroffen? Das war irgendwie böse, ohne Bogen das zu machen, die Szene. Ist auch wieder sowas, wo ich nur... Da kann ich scheinbar eine Fähigkeit entdecken, mit der ich durch den Boden schlage. An gewissen Stellen. Breitschwert 4. Das Eisding will ich gerade nicht wählen. Gegen Breitschwert 2. Das ist einfach mal 702 statt 467 Schaden. Und der Pfeil nach oben ist auch und verursacht massiven Schaden. Schaden plus 50. Her damit. Auch wenn es verdammt viel Geld ist. Achso, der schießt den Pfeil jetzt nach vorne.
ich mische mich auf, also ich darf auf jeden Fall nicht zu sehr gegen die Dinger vorgehen. Ha, die Brandbomben sind gegen die Shield. Fuzzi ist ziemlich gut. Trank trinken, lohnt sich nicht zu lang zu warten. Ja, ich fürchte, ich habe Maxi getriggert mit Isaac, dass sie noch durchhalten versucht, wie solange es geht, aber. Was soll's. So. Ah, sehr schön, ein bisschen Brutalität dazu, das heißt, ich mache noch mehr Schaden. Ja, der verursachte Schaden ist gerade gut. Ich finde es schön, dass in dem Spiel auch eine Story mit dem verknüpft ist. Warum? Warum eigentlich der Charakter nicht sterben kann? Ich mag so, solche thematischen Dinge. Einfach irrsinnig. Ich meine. Ich sag's ja gegen die Brandbomben sind gegen die Schildfutz ist großartig. Weil irgendwie ärgert es mich immer, wenn man andauernd stirbt quasi und es ist eigentlich nicht erklärt. Ich weiß, es ist bei manchen Spielen ein bisschen verdammt. An eben Brandbomben setzen. Gott. Schlecht war das jetzt. Verdammt schlecht. Ich muss aufpassen, dass ich den Run nicht versemmel wegen dummen Fehlern wie denen gerade. Sag ich ja, Maxi. Aber dann kannst du zumindest gleich schlafen. Das ist ein Vorteil. Es sind verdammt viele von den Viechern, die haben mir schon mal das Leben gekostet. Ich glaube, da war auch die Brücke dahinter. Klappt ja, klappt ja, klappt ja. Ja, in sich logisch, ja. Fantastischer Realismus wird das oft, also in Rollenspielen habe ich den Ausdruck zumindest so schon öfter gehört. Eben nicht realistisch im engeren Sinn, natürlich nicht, woher auch. Aber eben in sich logisch. Dann wünsche ich auch eine gute Nacht, Sydney, und danke fürs Vorbeischauen, danke für den Host. Ja, immer wieder eine Freude. Es fehlen mir tatsächlich 2 Seelen, als dass ich den besseren Bogen zu Beginn bekomme. Naja. Könnte man das eigentlich jetzt in dem Moment wieder... Nein, könnte man nicht weiter zurücknehmen. Ich meine, diese Magnetbomben zieht alles an und verursacht 29 Schaden. Klingt auch gut. Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht einmal beide Tränke jetzt gebraucht. Also es wird schon besser. Gut, Boss. Ich sag's gleich, auch wenn ich jetzt versage, probiere ich es nur das eine Mal, dann spiele ich eine Runde Isaac, dann gehe ich schlafen. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Vor allem spiele ich Isaac etwas, was ich noch nicht probiert habe. So. Wahnsinnig, also dieses Schwert raubt ihm schon ordentlich Leben. Und das Feuer ist auch ordentlich. Und das Schöne an der Feuerwaffe ist, dass sie auch nicht in ihm stecken bleibt oder sowas. Ich meine, die Ausrüstung ist gut, aber ich muss verdammt aufpassen.
ich nicht versehentlich drauf gehe. Ja, absichtlich drauf gehen tut man ja sowieso nicht, oder? Okay, das macht er jetzt auch bei anderen Gelegenheiten. Scheiße! Komm schon, komm schon, komm schon. Es ist nicht mehr so viel. Das ist nicht so leicht auszuweichen, wenn er diese Aura hat. Wirklich, wirklich, wirklich. Ja, das passiert, Maxi. Adrenalin, Adrenalin. Verfluchtes Adrenalin. Es war so knapp. Es war so verdammt knapp. Und dann macht er zweimal in sehr kurzer Folge etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Soll so sein. Das soll's für den Moment damit mal gewesen sein. Gut.